Hallöchen, meine Lieben. Wir haben Urlaubstag. Ich habe keine Ahnung. 9. Ja, kommt hin ungefähr. Genau, wir haben jetzt ein paar Tage nicht gefilmt. Einfach, weil es auch nichts Interessantes gab. Aber heute ist interessant, dass ich gesagt habe, okay, heute muss ich nochmal die Kamera in die Hand nehmen. Und zwar fahren wir, beziehungsweise sind wir gestern angekommen in Hockenheim. Und jetzt fahren wir nach Speyer. Und dort ist das Technikmuseum. Da war Felix damals als Kind. Wir waren aber ins Flugzeug rein. Genau. Da steht nämlich eine 747. Eine Boeing ist das, ne? Und eine Boeing 747. Wo man reingehen kann. Es ist so Wahnsinn. Wir freuen uns so riesig. Wir waren gestern shoppen. Ja, genau, Lia. Rennautos sind da auch, ne? Und Züge. Ja. Wir sind gestern vorbeigefahren, weil wir kurz shoppen waren. Ich hatte nämlich keine Klamotten mehr im Schrank, beziehungsweise im Koffer. Und deswegen sind wir auch vorbeigefahren und man hat schon das große Flugzeug da gesehen. Ich freue mich riesig. Freust du dich auch? Ich freue mich auf alles, da nicht nur das Flugzeug. Genau, und da fahren wir jetzt hin und wir wollten euch da mitnehmen, weil ich finde das super interessant. Und genau, dann könnt ihr das auch so ein bisschen sehen. Wir sind jetzt auf dem Weg dahin und dann sehen wir uns gleich dort. Wir sind angekommen. Die Kleine ist in die Trage gepackt, weil mit Kinderwagen ist schwierig, deswegen haben wir uns für die Trage hier entschieden. Jetzt schauen wir mal, was hier so abgeht. Schauen wir mal. So, Lia, bist du aufgeregt? Ja, können wir da rein? Ja, wir können da reingehen. So sieht das hier aus. Hier sieht man schon ein Flugzeug und schaut mal da. Da oben ist die 747. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Da kann man sogar auf die Tragflächen raufgehen. Mega. Ja, Schatz, guck mal. Ja. Yeah. Schaut mal, ist das nicht Wahnsinn? Das muss man gesehen haben. Ich bin so gespannt. Tonne? Ja, habe ich verstanden, aber noch nicht jetzt. Zeig mal, Schatzi. Zeig mal. Wenn sie möchte, gucken Sie mal deine blinke Schuhe. Yeah! Oh, okay. Eingang! Guck mal, Lia, da! Was ist denn das? Sieht ja crazy aus. So, komm, Schatz, los geht's. Guck mal, Lia, das ist doch schön. Guck mal, Lia. Das sieht so crazy aus, ne? Ist das überhaupt mal gefahren? Oder ist das Pferd? Das sieht doch crazy aus. So lang gezogen hier. 8000 PS. Was? Das. Krass. Warte, ich will gucken, was Höchstgeschwindigkeit war. Wahnsinn. So ein kleines Ding, 8000 PS. Noch richtig viele Rennwagen. Dampflok. 6 Sekunden von 0 auf 400. Was? 400? Mhm. 1982? Ja, komm hier auf den Arm. Wahnsinn. Ja, wir regen uns nicht. Verrückt, dass das damals schon möglich war. Sieht aber auch. Warum sind die denn so lang gezogen? Sonst heben die ab wahrscheinlich, ne? Ja. Krass. So, was ist auch schön, oder? Wahnsinn, die ganzen alten Autos hier. Die sind übrigens alle noch in Benutzung. Das ist immer so, die Sammler stellen die hier aus und wenn sie die benutzen wollen, dann holen sie die hier einfach ab. Genau, das heißt, die haben eine kostenlose Garage sozusagen hier. Und gleichzeitig kann man die ausstellen. Mega praktisch. Ja, ich komm. Oh, Schatz, guck mal, hast du den Bulli gesehen? Ach, wie süß. Das ist ja mega. So richtig alt und das gibt die ja jetzt schon richtig modern. Also ausgebaut und sowas, aber das ist mal richtig alt noch. Das ist ja schön. Ein T1. 34 PS, Schatz. Das ist ja süß. 34 PS. Thank you.
Karussell. Ganz altes Karussell, wie schön. Guck mal hier. Ach, wie schön. Leute, wie schön. 1912, dass das möglich war damals, ne? Krass, 12 PS. Das sieht so schön aus, ne? Also ich würde es auch noch fahren. Ganz ehrlich. Also ich habe ein sehr modernes Auto, aber das ist so schön. Wirklich, das auch hier. Mega. Richtig toll. Und hier ist noch so ein richtig altes. Das ist bestimmt noch älter. Schauen wir mal. Ja, 1907. Wahnsinn, oder? Aber schon 32 km/h. Das ist schon gut. Oder? Sieht so schön aus. Richtig, richtig schön. Aber wie fährt man das? Gar kein Lenkrad dran? Crazy. Altes Moped. Ja, die beiden sind übrigens gerade nach Lok drin. Ach, das ist ja auch niedlich hier. Kleine Kühlschrubbel. Süß. Schön, dass man hier auch ein bisschen was anschauen kann von drinnen. Ich würde dir empfehlen, nicht auf die Platte zu gehen. Oh. Ja, Lia, da hat man damals die Kohle immer reingeworfen, ne? Das war der Ofen. Und hier war die drinnen, die Kohle? Ja. Ja. Da haben wir die immer so reingeschaufelt, ne? Was hier für Hebel sind, ne? Mhm. Du alles Gott, da brauchst konntest. Du erstmal einen Führerschein. Ja. Guck mal, die Flughafenfeuerwehr. Ja, schau mal. Leute, schaut. Jetzt sind wir dort. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das geht. Das ist sogar eine Rutsche, um hier runter zu rutschen. Ich verstehe. So, hoch geht's. Oder soll ich dich auf den Arm nehmen? Und dreh dich mal um. Wir schaffen das, ne, Juni? Ich finde das so crazy, dass das möglich ist, dass man das hierher kriegt erstmal. Das ist doch schön, ne? Wahnsinn. Erstmal möchte ich ins Flugzeug rein. Erstmal wollen wir ins Flugzeug, Lia. Juni ist hier noch in der Trage, ist wach, da ist auch noch ein Flugzeug. Schau mal. Ich würde das nicht nehmen. Danke, danke. Sieht so aus. Ja, das ist die da drinnen. Gott. Wieso gibt es hier keinen Fahrstuhl? Wo erstmal ins kleine Flugzeug? Ja. Ins kleine. Ach, ist das schön. Also für alle, die flugzeugbegeistert sind, technikbegeistert sind, Leute, ihr müsst hierher fahren. Das ist Wahnsinn. Guck mal, wie das Flugzeug hier fest ist, Schatz. Guck mal, richtig am Boden da. Hier, nein, das große. Guck mal, richtig mit Seilen fest. Ja. Wahnsinn. Ach, Leute. Schaut euch das an. Dass das möglich ist. Schaut mal. Ach, ich bin so. Ich bin so happy. Ladies and Gentlemen, willkommen an Bord. Hast du das Gefühl, man fällt hier runter? Oh ja. Ich erinnere mich an früher, ich hatte hier Angst. Oh Gott. In der Concorde wird es nachher noch schlimmer in Sinsheim. Aber das ist ja richtig mini. Ja, ja. So, das waren die Flugzeuge früher. Die, Schatz, wenn du in der 747 bist, dann denkst du auch nachher, so groß ist das eigentlich gar nicht. Richtig mini. Schatz, wir stehen jetzt mitten in der Luft, ne? Ja. Toiletten. Gehen wir zum Piloten. Das hier ist First Class? Ja. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, wir fallen runter, ne? Ich geh das Cockpit an. Aber oh, es war es noch nicht gesichert, Schatz. Damals konntest du einfach rein und raus hier. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Flugzeug war. War das eine DC? 10 nicht, ne? Hoch geht's hier. Los, los. Oh, ich sehe schon die Triebwerke. Und das Fahrgestell, Fahrwerk. Auch neue Reifen, schau. Ja gut, das ist ja auch kein Wunder, das ist ja auch noch kein so altes Flugzeug.
Och, ist das riesig, ey. Kaum vorstellbar. So, wir sind drinnen hier. Musst du auch, wenn du das Cockpit sehen willst. Oh ja, ich will das Cockpit sehen. Und die First Class. Hier ist First Class. Da fliegt der Schutz. Weißt du, wie cool das wäre, wenn du hier rausgucken könntest? Das ist jetzt Business oder? Das ist Business Class und oben ist die First Class. Okay, dann gehen wir mal oben gucken. Aber die Sitze gefallen mir schon, das ist doch schön, oder? Das ist schon okay, ja. Zahlt es aber auch ein paar tausend auf. Oh, First Class. Da muss ich sehen. So, First Class. Oh, Schatz, das ist aber auch modern hier. Aber nicht so wie heute. Heute hast du deine eigene kleine Suite. Oh, das Cockpit, Schatz. Ja, ich habe noch mit der Treppe zu kämpfen. Ich bin gleich da. Ja. Hier, ach so, Notausgang. Cockpit. Oh, das ist aber mini, Schatz. Warte bitte. Wir haben so wenig Platz. Schau mal. Hier sind die normalen Economy-Plätze. Ich habe keine Wechselklamotten für mich mitgebracht. Oh, hier sind einer auf der Toilette. Oh Gott, Schatz. Gut, dass er eine Zeitung auf der Hose hat. Hier sind die Economy-Plätze. Hier, könnt ihr schauen. Economy-Plätze. Sind 300 Stück. 8 First Class, glaube ich, waren das. Genau. Und jetzt gehen wir hinten nochmal in den Frachtraumbereich. Und hier kann man sogar noch gleich auf die Tragflächen. Wir sind gleich raus. Hier kann man sogar noch raus. Runter. Frachtraum. Oh, geil. Bremsen, komm, Schatzi, wir wollen nach hier hinten. Hydrauliköl und ja, hier ist schön kühl. So, nochmal eine Küche, die dritte Küche schon. Und hier werden nochmal. Ach nee, hier sind auch noch Economy-Plätze. Schatz. Ja, hier werden normalerweise auch alles vorne sitzen. Das ist jetzt nur hier zum Zeigen. Willst du da reinhauen, oder? Ich komme da nicht runter. Ich komme da nicht runter. Sieht auch genauso aus wie hier. Guck mal, was ist das da hinten? Warum ist das so? Normalerweise siehst du das kaum. Da hinten sind auch nochmal Sitze. Schauen wir mal hier. Druckverschluss. Da siehst du gerade die Technik vom hinteren Leitwerk. Ja, kann man einmal schauen. Weil die haben viele von den Kabeln leider rausgefunden. Wahnsinn. Mehr Kabel hier. Ja, klar. Die haben es einmal komplett so auseinandergebaut. Und man sehen kann, wie das so aufgebaut ist. So, aber auf die wie heißt das nochmal? Tragflächen. Die Reifung finden dabei besonders große Beachtung. Immerhin müssen sie nach einem 11.000 Kilometer langen Flug bei der Landung noch 260 Tonnen Gewicht abfangen. Wuhu! Hier mal einen Blick, ne? Schatz, schau mal. Speyer. So, meine Lieben, Tag 2, Museum, Technikmuseum. Wir waren ja gestern in Speyer, heute sind wir in Sinsheim. Wieder angeschaut. Ja, wir suchen gerade einen Parkplatz, wir sind in Sinsheim angekommen. Genau, das Museum gibt es eben zweimal, unmittelbar in der Nähe. Einmal Speyer, waren wir gestern, Sinsheim heute. Hier stehen unter anderem die Concorde, das Flugzeug, steht hier. Und noch ganz viele andere Flugzeuge und Rennwagen stehen hier. Unter anderem von Red Bull. Genau, das schauen wir uns heute an. So, schaut mal. So, wir sind jetzt hier in Halle 1. Auf jeden Fall schon ein paar schöne Autos wieder hier. Ja, wir gehen da jetzt hin, mein Schatz. Jetzt auch mal ab. Guck mal hier, das ist schön rosa, guck mal. Schön. Wir dürfen den jetzt anmachen. Ja, klar. Lea wartet unbedingt auf die Dampflok da hinten. Wir müssen mal schauen, ob das überhaupt geht. Ja, es geht. Ja, das war gerade schon an die ganze Zeit. Ach so, na dann. Hier ist deine Dampflok. Ich muss gucken, ob ich klein genug habe. Ja?
Berücksichtigen, dass hier übrigens ein Wagen drin. Müssen wir hinsetzen. So. Lia fährt hier Rennwagen. Wow, klasse! Grün, gelb, blau. Zeig mal. Oh ja, rot ist das, ne? Ja, komm! Ja, das ist Rennwagen fahren. Und jetzt gehen wir zu Red Bull. Red Bull Ausstellung. Willst du direkt auf den ersten Dreck? Ja, oder? Ja, das da hinten zu deiner Ausstellung. Ja, ich will dahin. Oh, ich sehe schon was. Auch schon die ersten Rennwagen? Wo ist denn mit Blenglang? Guck mal, eine KTM. Oh, das riecht hier schon so gut, ne? Oh, hier sind auch noch Autos. Oh, spannend. Red Bull Racing. Oh. Oh. Ja. Da steht er. RB18 sagst du, ne? Glaube ich, weiß ich nicht. Oh mein Gott, ich muss da hin. Ich muss ihn anfassen. Oh, immer Fahrstufe. Juni und ich. Spannender Fahrstuhl. Aber praktisch. Ich glaube, das ist Red Bull. Oh Gott, bin ich aufgeregt. Das sind Lia und Felix übrigens gerade gerutscht. So, hier ist er tatsächlich. Erstmal der Max Verstappen. Und dann der Wagen von 2020. Der Red Bull Formel 1. Rennwagen. Ach, mein Herz geht auf. Unglaublich schönes Gerät. So, da sind die anderen beiden. Jetzt gehen wir da vorne nochmal gucken. Und dann gehen wir mal nach oben. Hier oben drüber stehen nämlich die zwei Flugzeuge. Juni ist auch ganz lieb. Schaut sich alles ganz an. Genau an. Lea geht jetzt nochmal rutschen. So, wir sind jetzt auf dem Dach und hier befinden sich die zwei Flugzeuge. Einmal die Concorde, einmal der russische Nachbau, glaube ich. Genau, und da kann man jetzt sogar reingehen. Das werden wir jetzt mal wagen. Ja, wir gehen da rein. Ein Flugzeug übrigens, was ja die Schallmauer durchbricht. Genau, Schallgeschwindigkeit erreicht. Mach eins. Und das hier ist jetzt der russische Nachbau. Hier sind wir nochmal die Tragflächen. Komm, Lia. Leitwerk.